Hallo, guck mal, der Geheimraum hier ist fertig. Kampfsimulation, Freiheitschroniken, Kampfsimulation. Alles oder nix, alles oder nix. Flucht vom Ausmerzer. Das Signal. Spielen wir das jetzt hier alle nochmal, die einzelnen Kapitel, oder? Ich lass mich einfach überraschen. Lass dich überraschen. Also, ihr wisst ja gar nicht, um was es geht, wenn ich Geheimraum sage. Ihr kriegt ja nie das Hauptmenü zu sehen. Da gab es Geheimraum, der musste von, sobald man das Spiel installiert hat, musste der 10 Tage laden, bis der Geheimraum verfügbar ist. Es ist eine Simulation. Oh, fehlgeschlagen. Komm, fortfahren. Neu starten. Ja, mal erstmal reinkommen, wa? Und dann will ich auch wissen, was diese. Was das bringt, diese Simulation hier. Man stirbt hier sehr schnell. Ich habe noch gar nicht auf das Leben geguckt, ey. Fortfahren, neu starten. Haben wir weniger Leben als sonst immer, oder? Oh, wir haben keine Rüstung.
Fuck, ich hatte keinen Wurfbeil mehr. Ah, diese Simulation ist sehr schwer. Egal, ich will wissen, was passiert am Ende. Problem ist, das kann sehr lang werden. Was war das? Okay, ich starte das Tutorial jetzt mal neu und dann lasse ich das. Das ist verdammt schwer. Was ist das hier? Freiheitschroniken? Demnächst. The Freedom Chronicles. Die letzten Funken Hoffnung erloschen und Angst und Terror übermannten die Welt. Doch in der Stunde, als das Land der freien Menschen vom Feind unterjocht wurde, erhoben sich drei Helden, um für den amerikanischen Traum zu kämpfen. Dies sind die Freiheitschroniken. Drei spannende, actiongeladene Abenteuer für alle freiheitsliebenden Amerikaner. Hier sehen Sie Joseph Stallion alias Revolverheld Joe. Das gucken wir uns später an. Diese SAS-Maschine gucken wir uns an, wenn wir die Hauptstory durchhaben. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein. Tschüss!